Schluss der Saison, ein echtes Chaosrennen in Mexico City. Mehr als 200.000 Zuschauer, die meisten viel zu dicht an der Rennstrecke. Der Grand Prix stand knapp vor einer Absage. Die Piloten wollten ihn boykottieren. Auf Pole Position der Schweizer Clay Regazzoni auf Ferrari, neben ihm Jackie Stewart mit dem Tyrrell. In der zweiten Startreihe Jacky Ickx und Jack Brabham, der Australier, fuhr mit diesem Grand Prix das letzte Rennen seiner Karriere. Der dreifache Weltmeister hörte 1970 endgültig auf. Vom Start weg übernahm Regazzoni die Führung. Jackie Stewart auf Platz 3 und Ickx mit dem zweiten Ferrari auf Rang 3. Die Menschenmassen waren kaum in Schach zu halten. François Sever mit Motorschaden, einer der ersten Ausfälle in diesem Rennen. Jacky Ickx übernahm nach wenigen Runden die Führung vor Clay Regazzoni. Ferrari-Renningenieur Mauro Forghieri. Jackie Stewart schied in diesem Rennen aus. Er hatte einen streunenden Hund getroffen und das mitten im Rennen. Nur die Ferrari zeigten sich unbeeindruckt und feierten einen souveränen Doppelsieg. Denny Hulme wurde Dritter mit seinem McLaren. Die Saison 1970 endete mit einem Erfolg für Ferrari.